Hallo, freundlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, hier unten befindet sich jetzt unsere kleine Building-Maschine. Die hat jetzt einen Riesenauftrag erhalten von mir. Wir lassen die doch gleich mal starten. Und ihr seht schon, was ich vorhab, ist ein bisschen größer. Und wird ein bisschen länger dauern. Ich will das komplette Ding hier unterhöhlen und hier eine neue Plattform sozusagen schaffen, auf der wir arbeiten können. Einfach damit wir sie haben. Ich brauche ein paar Torches auf jeden Fall mal. Schau, wir haben doch hier diese Torch Launcher, Throwing Torch, Sneaky Torch, Torch, Merlin Torch, Merlin Stone Torch, Mander's Torch, Torchberry, Mega Torch. Prismarine, okay, ja, das habe ich nicht. Oh, holy shit! Das war eher weniger der Plan. Ups. Einmal nicht hingeschaut und schon machen sie Probleme. Das könnte jetzt problematisch werden. Okay, vorerst kommen sie noch nicht mal her. Den Launcher. Steht mir nicht im Weg. Muss Licht machen. Wir waren. Vorteil ist, die drücken sie jetzt gegenseitig runter, na, die Ruhe. Das war jetzt dumm. Das muss man tagsüber machen. Ich glaube, F7 war die. Da sind jetzt ein paar Monster gespawnt. Huch. Das war jetzt nicht der Plan. Au! Das war eine Spinne. Lol. Okay, ich brauche einen Bau. Experience, Tree Bone, Ender Bone, Copper Reinforcement Bone. Ingot, okay. Steht aus Sachen mit Superior. Okay, der erste. Oh Gott, ja, das ist nicht. Dann machen wir einen normalen Bau fürs erste. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Und dann hätte ich gerne ein paar Arrows. Raus, damit ich mal ein bisschen vorarbeiten. Ah, ich hab keine. Bin ich da? Warte mal, ich hab Pfeile. Na dann.
Und dein Boot auch gehabt. Oh, das kann jetzt dauern. Oi, oi. Einer nach dem anderen wird jetzt fallen. Na, 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 na. Du bist lustig, mein Freund. Wo ist er denn jetzt? Wo bist du? Ach, der ist ober mir ja dann. Dann der Deal with my business. Leider gelten Headshots ja nicht hier wirklich. Headshot für Headshot. Weit wie möglich. So. Einer nach dem anderen wird jetzt verschwinden. Machst du einen Spray-Error-Bogen, wäre jetzt ganz praktisch. Oh. Gibt's was wie eine Turret? Oder eine. Das ist noch eine Shotgun. Hätte ich eine Gun? Plasma-Shotgun. Shotgun, oh, hier. Ja. Jetzt haben wir einen Turret. Red. Shoot Skeleton Arrows when it hits an Activator Rail. Oder ich habe alles fernzumachen. Das kann ja noch lustig werden. Oh! Nope. Scheiße. Ah, shit. Will ich wissen, wie es unten aussieht? Ho. Oh, shit, ich werde hier beschossen. Ja, da unten geht der Krieg ab. Holy shit. Lass es Tag werden, dann verbrennen sie eh alle. Dann sollte auf jeden Fall ein großer Teil schon mal vernichtet werden. Ihnen nicht ins Auge schauen. Okay, das schaut schon mal ganz gut aus. So, alles wieder so im Inventar wie davor. Gut. Seid ihr nur noch ihr? Euch können wir hoffentlich schnell ausschalten.
Stern. Mal klein drüben. Schau mal. Ganz vorsichtig hier rüber. Dann schauen wir erstmal, dass wir hier überall was platzieren können. Platziert er? Ne, platziert nur, wenn wirklich kein Licht mehr vorhanden wäre oder ist. Schade. Bedeutet, man muss weiterhin per Hand das Ganze jetzt ausleuchten. Und immer Stück für Stück jetzt erweitern. Tagsüber geht's noch, aber nachts wird's sicher wieder unlustig. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nachts wieder dann zur Hölle wird. Vielleicht noch ein Stack Upgrade. Schick. Dann tausche ich eins von euch gegen das aus. Dann bleibt er immer am Level. Nice. So. Jetzt wieder wegräumen. Wir können auch mal gefarmten Sachen sozusagen jetzt verräumen. So viel war es gar nicht. Das ist natürlich, was wir jetzt haben, ist natürlich eine riesige Farm, die wir jetzt hier wieder so hinrichten müssen, dass er nachts ja nichts spawnt oder auch nicht zu viel spawnt. Vorteil ist natürlich, dass es geht. Relativ weitreichend, was wir hier machen. Aber durch das, was wir jetzt hier eine große Plattform endlich haben, sollten wir auch hoffentlich dann. Ich bin gerade verwundert, mein Timer ist nicht weg. Und ich konnte halt nicht sehen, was ich eigentlich tue. Haben wir halt die Möglichkeit jetzt dann. Er hat ja trotzdem schon wieder viel nachgebaut, aber mit einmal hoch und runter gehen wird sich das hoffentlich jetzt lösen. Ah, da habe ich ein Loch ausgelassen, wie scheint. Da ist die Möglichkeit und hier ist die Möglichkeit. Schaut jetzt zwar nicht schön aus, aber Hauptsache ist mal dann ausgelegt da drauf. Andere Bauprojekte müssen dann halt dementsprechend am Tag gemacht werden, wo wir dann mehrschichtig bauen oder sowas. Da wird dann halt doch eine tagsüber neue Variante gebraucht. So. Vorteil ist natürlich, wir haben jetzt dann echt eine schöne große Plattform, wo wir auch bauen können. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, weil ich beschlossen habe, erstmal die zu machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Weil ich wollte, dass wir die aktuellen Sachen halt wirklich schön platzieren können, auch großflächig. Und da ist doch mehr Platz, mal was ganz, ganz Feines in dem Fall. Sehr schön, wenn ich die eins weiter hinter platziere, dann hat sich das auch wieder erledigt. Hier habe ich dann auch wahrscheinlich mal. So. Da ist schon der nächste Punkt aufgeploppt, aber ich weiß gar nicht, wie weit das noch geht. Das muss auch irgendwann wieder aufhören.
Das sind halt doch massig Mengen addieren, wenn Steine jetzt hier auch verbrauchen. Aber dafür haben wir eine schön große Plattform fürs Erste. Also ich glaube, so viel Fläche hatten wir bis jetzt noch nicht. Und da kann man natürlich dann dementsprechend auch anfangen, Sachen drauf zu bauen. Und ich hoffe auch in Zukunft ordentlich noch mehr. Ich muss jetzt gucken, ich weiß gar nicht, wie weit der jetzt noch bauen will. Eigentlich müsste jetzt dann irgendwo auch Schluss sein. Ich glaube, viel größer kann die ja gar nicht werden, oder? Irgendwas 40x40 Blocks habe ich, glaube ich, geplant gehabt. Ah, ich glaube, wir haben das Limit erreicht jetzt. Oder das Ende. Limit wäre falsch gesagt in dem Fall. Auf jeden Fall scheint er fertig zu sein. Schön. Hat jetzt eine Großteil der Folge gedauert, aber okay, das war auch gefrustet ein bisschen, weil ich eventuell Scheiße gebaut habe. Schaut euch diese Fläche an. Holy shit. Jetzt können wir bauen anfangen. Jetzt können wir entwickeln anfangen und alles Mögliche. Ah, schön. So, ich tue jetzt mal Großteil der Flaggen zurück. Ah, hier sind noch ein paar Pfeilchen. Die brauche ich auch nicht mehr genutzt für den Bogen aktuell. Sollte sich fürs Erste erledigt haben. So, es leckt noch, weil der gleich noch an ist. Deswegen schalten wir mal das Gerät aus, weil das ist natürlich schon eine massive Belastung in dem Fall. Was wir jetzt noch machen können, sind so ein paar Connector-Ports. Mal noch ein paar Koppel. Also, ich weiß, ne, habe ich sogar noch gut. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon dumm, ich habe jetzt wenigstens einen Stack, hätte ich da lassen können. Wenn ich jetzt hier sowas mache wie hier, zack, dann kann ich direkt sozusagen das auch säubern. Das waren noch die Anfänge, wo wir angefangen haben mit Cobblestone endlich zu bauen und alles so und dran. Das ist schon lange her. Und derzeit haben wir eine der größten Plattformen hier, oder die größte Plattform erstmal neu gebaut. Das ist schon was Feines. Jetzt schließen wir noch den Chicken Coop an. Wir machen den dann automatisch. Also ich würde dieses Chicken Gebäude nochmal neu bauen. Halt komplett automatisiert in dem Fall. Hier hinten noch eine Fackel hin. Ich habe hier sehr, sehr viele platziert. F7 noch an? Ja, das ist gar nicht. So, ein bisschen zurechträumen sollte man immer. So. Ne, schaut auch gut aus. Schauen wir uns mal die Plattform von oben an. Wie groß das ganze Ding ist, was wir jetzt hier gebaut haben in der Folge. Holy shit. Das wird unser neuer Baugrund für die zukünftigen Sachen. Was mich natürlich interessiert, wie viel habt ihr gemacht, meine lieben Freunde? Wieso Talk? Sie haben nicht volles Leben. Also auf jeden Fall oben steht, ist ein halbes Herz abfehlt oder ist es einfach nur ein Anzeige weg. Buggy bug bug. Wir haben die ja hier drin im Packager drin verpackt, wenn ich mich nicht irre. Da sollte ja Uranium Dust rein rauskommen. Uranium Dust 145. Und das Ganze kann ja oben in die Enrichment Chamber, oder wie das Ding heißt. Lasst uns mal vorbeischauen. Die steht jetzt ja hier vorne alleine mittlerweile. Habe schon den nächsten Stack für dich zur Verfügung. Geht es auch mittlerweile leer, hat jetzt nicht mehr wirklich die Poison. Depleted Fuel haben wir schon wieder. Die Batterie leert sich auch dauerhaft. Okay, wir tun jetzt gerade auch wieder Sachen für die Uranproduktion herstellen. Das kommt aber dann auch runter und wird automatisiert angeschlossen, damit es direkt das Zeug macht. Dann können wir hoffentlich das Fuel sozusagen automatisieren.
Und dann läuft der automatisch. Der braucht natürlich auch noch einen Itemanschluss und alles drum und dran. Ist halt immer so eine Sache am Ende. Shit, wie viel da rauskommt wieder. Das ist schon brutal. Schaut euch mal die Mengen an. Schaut euch diese Mengen an. So, ich muss das kleine Zeug jetzt verbinden. 5 davon. Okay, das ist natürlich nicht die Masse, die man sich erhoffen würde in dem Fall. Aber wir haben jetzt allein schon wieder 5 View. Immer noch ordentlich was dabei. Ich brauche gerade nur noch 3 von dem anderen Zeug wieder. Alter, das ist ja Wahnsinn. Wie viel Depleted Fuel habe ich gefunden? Bisschen was. Und jetzt hat habe ich 7 frisches Fuel. In dem Fall, das ist schon geil. Wir brauchen natürlich noch eine höhere Produktion rein, theoretisch, um noch besser das Ganze laufen lassen zu können. Aber fürs Erste, ich habe hier unten die Orange drin stehen. Haha, deswegen schaut es aus. Können wir den wieder starten? Und dann steigt wieder den Inhalt, den er hat. Das Kabel sind am Laufen wie sonst noch was und er kriegt langsam schön seine Batterie dazu. So will man das. Also genau diese Leitung müssen wir dann halt vielleicht auch unterirdisch ein paar verlegen. Ich brauche einen Toast. Ich bräuchte bitte einen Toast. Ah, ich habe noch Toast dabei, cool. Zack. What? Was ist denn hier schief? Normale Tore, okay. Gleich verliere ich gerade Sanity. Okay. Auch interessant. Hallo meine Freunde, wie geht es euch? Ich gleich habe noch ein bisschen Weizen für euch. Habe ich gar keins mehr? Hm? Doch, habe ich noch. Ich habe das Haar vergessen, verdammt. Wollt ihr? In Gesundheit, Leute. Ah nee, warte mal, ihr seid ja ganz anders drauf, warte mal. Ihr seid ja mehr so die Carrots-Typen. Und Carrots hört man in Englisch mit C, nicht K. Ihr seid ja so die Carrots-Typen, meine Freunde, ne? Welche Schwein braucht noch? Welche Schwein hat er noch nicht? So. Vermehrt euch. Immerhin ist die Farm hier gut im Progress. Das hat ja bestimmt noch irgendwo ein bisschen Kobbel übrig, oder? Ein bisschen Kobbel noch. Cobblestone. Die ganze Fläche an, die wir brauchen am Ende.
So. Ich muss natürlich dann wieder die Löcher buddeln, wo der Stone drin ist. Na, die Verkabelung ist dann schon mal fertig, dann haben wir den nächsten Stock dafür. Mein Plan ist natürlich, dass das vollautomatisiert tonnenweise produzieren kann und wir die Leistung des Reaktors nach oben treiben können. Dafür muss das natürlich alles automatisiert einwandfrei funktionieren. Und das kann es nur, wenn wir hier ein Top-System hier aufstellen. Ah, shit. Ich habe genau so gebaut beim letzten Mal. Ah, shit. Das ist der Rand, auf den ich setzen muss. Shit. So, wie mache ich das am Schlossen? So. Jetzt ist es dann der zweite Stock, auf den es geht. Auf den kommen dann noch ein paar Schweinchen. Und dann sollten wir auf jeden Fall genug Uran fürs erste haben, denke ich. Wenn wir dann da noch einen zweiten Stock haben. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Sie war jetzt nicht unbedingt spannend, aber wir haben doch einiges geschafft. Immerhin haben wir neue Baufläche für unsere Systeme in Maßen. Hier wird vielleicht dann auch mal die neuen Baumfarmen entstehen, die sich ein bisschen lockerer orientieren sollen. Also drei Plätze, alles reduziert ein bisschen. Von Anfang war das da oben echt gut, aber mittlerweile, ja, ist es nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Deswegen würde ich mittlerweile mehr darauf setzen, dass sie solche Schweinchen-Sachen machen. Die FPS lässt auch teilweise schon nach, denke ich. Kriegen wir schon irgendwie noch hin. Vom Systeme wie der... Das Lava-Zeug hier wird nicht mehr wirklich gebraucht, dann produziert es immer noch, aber... Es füllt sich gleich mittlerweile eher selber ab. Ja, auf. Weil der ist mittlerweile bumm voll fast. Natürlich auch Massen, die sich hier drin befinden. Immerhin 181 Millionen in Energie FE, die das ganze System hier befüllt. Und die Automatisierung muss halt dementsprechend weitergehen. Und dafür brauchen wir ein bisschen mehr Platz, damit ich das einfach vielleicht in Zukunft auch ein bisschen ordentlich angehen kann. Ich habe gedacht, das hat gerade geleckt. Aber okay. Uranium. Ich will die zwei kleinen Pubble da. Wieder 5. Wahnsinn. Mit den 5 können wir schon wieder für eine Ewigkeit anfangen zu heizen. Also ist ja noch nie mal einer durch bis jetzt, ne? Heat per Tick sind minus 180, das ist natürlich genial. Produzieren tun wir 1500 pro Tick. Natürlich wieder in der Masse widergespiegelt, wie die Energie hier aufbereitet ist. Und wenn wir sehen, ist es ja auch noch die eine Ecke. Bedeutet, wir könnten hier noch 1, 2 locker reinbauen. Dann sind es 4500 circa, die wir pro Tick produzieren. Noch mehr Energie verbraucht, dann tun wir noch ein paar Cells noch hinstellen. Und dann haben wir wieder eine größere Energiemenge, die wir hier verbrauchen können. Aber gut, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.